Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr SNMP auf eure Sophos UTM aktivieren könnt. Zunächst öffnen wir die Oberfläche. In meinem Fall ist das die 178.1 Doppelpunkt 4444. Und nun gehen wir einmal auf Verwaltung, dann auf SNMP. Und dann haben wir hier schon die SNMP-Möglichkeit abzufragen. In dem Fall machen wir einfach einmal an. Gehen auf Übernehmen. Und hier sehen wir, das interne Netzwerk darf darauf zugreifen. Wenn ihr jedoch möchtet, dass zum Beispiel auch andere Netze darauf zugreifen können, könnt ihr einfach auf den Ordner drücken und könnt dann zum Beispiel, ich würde jetzt testweise einfach mal mein Management-Netzwerk noch mit reinmachen. Von extern geht es auch, nur von extern ist empfohlen von mir oder allgemein ist empfohlen, dass ihr SNMP V3 nutzt mit Authentifizierung. Da es sonst zu Sicherheitslücken kommen kann, weil über Port 161 UDP könnte sonst schadhafter Traffic oder Angriffe ins Heimnetz erfolgen. Somit lasse ich es auf V2 und lasse es auch nur auf intern, drücke auf Übernehmen und das war es in dem Fall schon von der Aktivierung. Zusätzlich könnt ihr MIP-Files runterladen, in dem Fall von der Software selbst. Und die könnt ihr dann in eure Management-Software als Beispiel PRDG oder andere Lösungen einbinden und dann verschiedene Funktionen überwachen. CPU-Last und diese ganzen Sachen. So, das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.